Was geht ab, meine Rosi-Fighter-Hoser hier, und heute im Showcase zum neuesten Super Saiyan 2 Vater Sohn Kamehameha Gohan. Der Boy, ich konnte ihn ja ziehen, ist bei mir auf 2 Sterne. Ich habe ihn auf 498% gebracht. Und zwar gucken wir uns gleich erstmal alle Informationen und Details zu ihm an. Er ist wirklich ein guter Charakter und ich denke, er hat das Potenzial dazu, den meisten Schaden zu machen. Soll aber nicht unbedingt heißen, dass er der beste Charakter im Spiel ist, das soll ich damit nicht sagen. Wenn man ein, zwei Sachen beachtet, wie man mit ihm spielt, das gucken wir uns gleich an, dann kann man, wie gesagt, potenziell wirklich sehr viel Schaden mit ihm machen. Er ist ja auch quasi der erste Charakter, der einen Legendary Finish hat, so ein Legendary Finish, was heißt das? Das heißt, dass wenn er mit seinem finalen Angriff, der Vater-Sohn-Kamehameha, den letzten Gegner im gegnerischen Team besiegt, dann triggert quasi eine besondere Animation. Ich vergleiche es gerne wie die Dramatic Finishes aus Fighters. Hoffentlich können wir das Ganze heute triggern in seinem Showcase. Gucken wir uns erstmal Infos und Details an. Aber ich würde ihn nicht auf ein anderes Niveau setzen, nur weil er einen Legendary Finish hat. Das soll ich damit auf jeden Fall nicht sagen. Oder um es kurz zu sagen, so läuft das in Legends nicht. Er ist wirklich ein guter Charakter, aber nur weil er einen Legendary Finish hat zum Beispiel, ist er nicht der Beste oder ist er nicht höher gestellt als die anderen Charaktere, die keinen Legendary Finish haben. Der Unterschied mit ihm ist halt, man hat ihn hinter Tickets gesetzt in Sachen, in dem Sinne, wie er zur Verfügung steht, ist er halt dann nochmal seltener als die anderen Charaktere, weil man ihn nur durch diese Tickets ziehen kann. Also wenn da einer sagen will, ja okay, in der Hinsicht ist etwas anders gestellt, wenn man das ein bisschen vergleichen will, wie Ella in Dokkan, wegen der Rarität, nur wegen der Rarität, dann kann man das auf jeden Fall so sagen, aber von den Stats her, was er drauf hat, würde ich nicht sagen, dass er ähnlich ist wie ein Ella in Dokkan, weil ein Ella in Dokkan im Schnitt die Sumble, die sind schon auf einem anderen Niveau als andere Charaktere, aber in Legends läuft das doch nicht, Freunde, also das würde ich da auf jeden Fall nicht verwechseln. Gohan ist gut, ist ein guter Charakter, aber ich würde ihn nicht auf ein anderes Niveau stellen, nur wegen seinem Legendary Finish und nur weil er in den Tickets, hinter den Tickets gesetzt ist, sage ich mal. Ist er doch auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, warum? Er ist von Element, ja Logo ist der Sparken-Type, Element Rot, Fernangriffstyp, das Fernangriffstyp, das sind seine Stats, sind auf jeden Fall gute Stats, er kommt mit 2 Fernangriffskarten ins Deck rein oder in das Team rein, sage ich mal. Charakterzugehörigkeit seht ihr an der Stelle. Hybrid Saiyan, Son Familie und Super Saiyan 2. Ja, Schlagangriffkarte ist auf jeden Fall hier normal. Fernangriff auch normal. Superkammer haben wir an der Stelle. Bei Treffer erhält dann Attributsabzug. Künstliche Kartenzielgeschwindigkeit eine Stufe down. Und zwar haben wir dann hier noch an der Stelle die grüne Karte von ihm. Da hebt er alle seine Attributsabzüge auf. Und entsprechend der verbleibende Lebensenergie treten noch verschiedene Effekte ein. Wenn er über 50% HP hat, bekommt er 20% auf seinen Fernschaden, wenn er unter 50% ist, bekommt er 35% auf seinen Fernschaden. Vater Sohn Kamehameha ist dann quasi sein finaler Angriff, mit dem er quasi den Legendary Finish triggern könnt. Diese zieht er mit seiner Main Ability, die gucken wir uns gleich an. Diese macht dann an der Stelle extremen Schockschaden, wie das hier dran steht, und 25% sein zugefügter Schaden geht um 25% hoch für 20 Sekunden. Zudem geht er dabei, wenn er die Karte aktiviert, auf den Gegner zu, aber er hat dann Fernangriffspanzerung, heißt, wenn er auf den Gegner anstürmt, dann bricht die Animation nicht ab, wenn der Gegner Fernangriff auf euch macht, ähnlich wie bei Broly. Hauptfähigkeit, das ist seine Main Ability an der Stelle. Er zieht die finale Angriffskünstlerkarte, Vater Sohn Kamehameha. Zudem regeneriert er 30% seiner Lebensenergie, seiner HP und bekommt 50 Ki hinzu. Und die Sache ist die, wenn ein oder mehrere Mitglieder kampfunfähig sind, macht es ihm immun gegen Elementschwäche. Heißt, wenn er gegen Element Blau kämpft, dann habt ihr da keine Elementschwäche, sage ich mal. Siehfähigkeit auf Stufe 1 habe ich ihn, halt Hybrid Saiyan gibt er 24%. Ab Stufe 2, wenn ihr ihn auf 5 Sterne habt, ups, bekommt ihr an der Stelle einen Boost für den Fernangriff, 26% für Hybrid Saiyans oder Son Familie, also man kann auf jeden Fall ein Hybrid Saiyans Team spielen oder in Son Goku Familie, so wie er bei mir ist, gibt er den Hybrid Saiyans 24% auf den Fernangriff. Und jetzt, was ich meinte mit ein, zwei Sachen, die man bei ihm beachten muss, damit man das maximal Schaden oder sein Potenzial erweckt, sage ich mal, sind folgende Sachen. Zum einen habt ihr es wahrscheinlich bis jetzt schon gemerkt, wenn man ihn bis zum Ende aufhebt oder wenn ein Gegner von euch down ist, dann wäre es nicht schlecht, weil er dann die Buffs bekommt. Aber das andere, was viel, viel besser ist, meiner Meinung nach, ist folgendes, nicht das, aber das ist ja an der Stelle seine einzigartige Fähigkeit, oder ja, beziehungsweise zählt das dazu, was ich gerade meinte, wenn man ihn aufhebt zum Schluss, für jedes Kampf und für die Mitglieder treten folgende Effekte auf, er bekommt 30% zugefügten Schaden hinzu und Key Regen 20% nochmal hinzu, und wenn er wenn ein Verbündeter so ein Goku heißt und dieser quasi down, also besiegt wurde, kampfunfähig ist, dann bekommt sein finaler Angriffsschaden 100% drauf, also sein Vater Sohn kann man mehr haben. Da ihr merkt schon, man spielt ihn quasi so, dass man ihn zum Schluss aufhebt, wenn man kann, ja, wenn man kann auf jeden Fall. Aber was ich meinte mit ein, zwei Sachen beachten, ist folgendes: Reue wird so gerade seine einzigartige Fähigkeit.
An sich hat er immer Kosten für Fernangriffe 5 down und erlittene Schaden durch Regen Tech ist auch um 20% down, also Erneuerung. Aber das ist jetzt das Gestörte. Bei jedem Einsatz einer Fernangriffskünstlerkarte, immer wenn ihr eine Fernangriffskünstlerkarte aktiviert, dann erhöht sein Schaden um 15%. Und das ist ein zugefügter Schaden. Das ist nicht nur der Schaden von Fernangriffen, sondern an sich den Schaden, den er macht. Was will ich euch damit sagen? Damit will ich euch sagen, was ich damit meinte, mit ein, zwei Sachen, Ja, worauf ich im Endeffekt hinaus will, sorry, da hat gerade irgendwas ein Geräusch gemacht, das hat mich gerade abgelenkt. Jedenfalls, in der Combo, wenn ihr eine Combo mit mir startet, wäre es gut, wenn ihr zuerst eure Fernangriff-Künstlerkarte setzt, weil für jeden, den ihr aktiviert, bekommt ihr 15% auf den Schaden von ihm drauf und am Ende macht ihr dann quasi, sei es eure Schlagangriffskünstlerkarten oder eure Ultis, denn so baut ihr seinen Schaden auf. Das ist eben das Gestörte bei ihm und zusätzlich bei Deckungswechsel hat er bis Ende des Gegenangriffs erhaltener Schaden 40% down und erhöht dann nach Effektende um 25% seinen Fernschaden. Also er hat sehr, sehr viele Buffs, er ist auf Fernangriff zugelegt, wenn ihr, wie gesagt, richtig spielt. Vor allem passt auf, also wenn ihr den Gegner trifft in der Combo mit einem Fernangriff und ihr noch weitere Fernangriffskünstlerkarte habt, dann ballert eure Fernangriffskünstlerkarte erst raus, bevor ihr quasi einen Schlagangriff startet oder die Ulti im Endeffekt. Wir werden ihn heute in diesem Team probieren. Den Chance habe ich noch ein, zwei Ausrüstungen, beziehungsweise ist das nicht wichtig, der wird auf der Bank verrotten. Jedenfalls ist wahrscheinlich nicht das beste Team für ihn, es gibt bessere Team-Setups, aber ich habe nicht alle Karten, sage ich mal. Zum Beispiel der Ultimate Gohan wäre gar nicht mal so schlecht in diesem Setup. Ich habe auf jeden Fall einen Goku mitgenommen. Captain Goku werde ich mit ihm spielen, Chance wahrscheinlich auch und Son Gohan natürlich. Logo geht um sein Showcase. Auf der Bank habe ich dann quasi hier noch Super Saiyan 3 Goku, der dann den Saints, also in dem Fall Goku, einen Boost gibt, sonst würde Goku wenig bekommen. Captain Goku gibt dir der Son-Familie und blauen Charakteren einen Boost. Heißt, er bekommt von Son Gohan Teenager einen Boost, der gibt Fernangriff für Son-Familie einen hoch von sich selbst und dann von Super Saiyan 3. Son Gohan bekommt wirklich viele Boosts von den Sie-Fähigkeiten und Trunks an der Stelle bekommt dann die Hybrid-Saiyan-Buffs, sage ich mal. Ja, ich suche mal einen Gegner raus, ich hoffe, ich finde einen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, was? Jetzt habe ich endlich mal einen Gegner gefunden. Jetzt bin ich drauf schauen, wie das Ganze ablaufen wird. Und zwar hat er auf jeden Fall ein nettes Team. Manuel One. Oh je, der Broly wird der sicherlich mitnehmen. Boah, der wird mich zerfetzen an der Stelle, glaube ich. Aber ich mache das Ganze mal so. Trunks. Ich glaube nicht, dass er blaue Charaktere mitnimmt. Vielleicht sollte ich Goku mitnehmen. Aber er hat auch kein Grün. Weißt du was? Machen das Ganze mal so einfach. Mir wird es quasi. Ich habe erstmal jetzt Goku mitgenommen. Weil ich quasi mit Goku auf jeden Fall... Also Goku kann von mir aus früh ausscheiden. Ja, der kann von mir aus früh ausscheiden, damit ich quasi den Boost für Gohan bekomme. Ich werde jetzt mal mich darauf konzentrieren, dass ich quasi Gohan zur Schau setzen kann. Aber schauen wir mal, wie das Ganze funktionieren wird jetzt quasi. Also im Endeffekt, ja, wahrscheinlich hat der Broly so oder so direkt erstmal drin. Genau. Aber... Die Legende Broly. Oh mein Gott, Freunde, jetzt geht's um. Miau. Okay. Gucken wir mal, dass wir Gohan-Ding reinbekommen. Hauen wir den mal raus. Ey, wenn es jetzt geleckt hat. Guck mal, seht ihr das? Manchmal leckt es einfach. Keiner weiß. Keiner weiß. Manchmal leckt es einfach. Ihr habt es gerade gesehen, ne? By the way, ich weiß gerade auch nicht, ob ich... Normalerweise spiele ich immer mit so zwei Fingern auf und lasse mein Handy so... Aber ich weiß nicht, egal. Ich nehme es mal in die Hand. Ich bin verwirrt gerade. Jetzt komm mal her, Vater. Was ist da los? Können wir den baiten? Oh, der wusste. Der wusste es. Sein Broly macht mir halt auf jeden Fall noch Angst, so. Ja, aber es war nicht gut von dem, mein Freund. Oh, was? Dieser Broly. Der wechselt uns aus, okay. Wer ist drin? Gohan. Boah, Bro. Ah, ich habe jetzt leider keine Key. Oh, ich war zu aufgeregt. Was habe ich gemacht? Ich wollte es eigentlich aufbewahren für den letzten... Guck mal. Ah, ich hab doch Key bekommen. Guck mal, ich hätte in aller Ruhe meine ganzen Key erstmal aufbauen. Ich habe euch erstmal gesagt, baut die Key auf und so und macht danach eure Angriffe. Jetzt habe ich es genau anders gemacht. Keiner weiß. Aber sie. Oh, was? Achso, stimmt, lol. Gott, wie geht da? Logo. Jetzt gucken wir mal das Ganze an. Ja. Also in der Regel wäre es eigentlich cool, wenn ich erstmal Folgendes machen könnte. Guck mal, ich tippe gerade die ganze Zeit drauf.
Genau so, Bats. Dann baller ich erstmal meine Key raus, damit ich mein Ding hab. Jetzt mache ich erstmal Folgendes aber. Bats. Guck mal jetzt. Oh Mann, was ist da los, mein Boy? Okay, für den ersten Kampf endlich haben wir mal einen Gegner gefunden, sage ich mal dazu. Ihr habt es gesehen, ich habe immer noch auf jeden Fall viele Fehler gemacht, so ist nicht. Aber ist normal, mit so neuen Charakteren, da musst du erstmal einspielen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr darauf achten könnt, dass ihr erstmal eure Fernangriffe raushaut und dann eure Schlagangriffe, oder beziehungsweise alles, was danach folgt, wäre es gut. Guck mal, ich habe voll vergessen, dass wenn ich die Main-Ability aktiviere, ich noch Key bekomme. Und dann habe ich direkt danach den Finish aktiviert. Jetzt gucke ich mal, dass ich einen anderen Gegner kriege und dann, dass sie quasi noch den Legendary Finish triggern können. Let's go. Alles klar, Freunde. Jetzt haben wir wieder einen Gegner. Läuft doch gut bis jetzt. Und zwar könnt ihr mich gerne wissen lassen, wie euer Gohan-Team denn zum einen aussieht. Und zum anderen werde ich wieder auf jeden Fall... Soll ich erstmal Goku rausschicken oder Trunks? Ich habe halt Angst, dass der mit Broly anfängt. Deswegen schicke ich erstmal Goku raus und nehme immer noch mal dasselbe Team hier. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ich habe es vergessen. Achso, ja, Logo, guck mal. Wenn ich jetzt kämpfe zum Beispiel, da habt ihr es wahrscheinlich gemerkt, es ist schwer, nebenbei dann zu kommentieren. Also ich war gerade übel verwirrt. Soll ich dazu ein bisschen was sagen? Soll ich dazu... Oder soll ich einfach kämpfen? Ich werde im Endeffekt einen Mix rausbekommen, je öfter wir das machen. Aber im Endeffekt, deswegen wollte ich am Anfang erstmal so die Details zu Gohan auf jeden Fall nennen. Jetzt konzentriere ich mich mal drauf, dass wir Gohan richtig zur Schau setzen. Und dass wir einen Legendary Finish vielleicht am Ende hinbekommen. Let's go. Gucken wir uns das Ganze mal an. Er fängt an hier an der Stelle mit. Cell. Oh, okay, hat er gut gemacht. Ist jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Jetzt gefährlich, jetzt haben wir nämlich schon Gohan drin. Ey, ich bin doch ausgewichen, Mann. Oh je, der dominiert. Geil, der soll sein. Ja, wenn er seinen Rising Rush an Trunks raushaut, hätte ich nichts dagegen, um ehrlich zu sein. Oder ich krieg ihn raus. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn ich Cell rausnehme, wäre es gar nicht mal so... Oh! Habt ihr das gesehen? Der ist in Ohnmacht gefallen. Habt ihr das gesehen? Hey! Nein, ich habe meine Ding nicht aktiviert. Hätte ich meine Main-Ability aktiviert, hätte ich jetzt quasi Elementschwäche ignoriert. Habt ihr das gesehen? Aber der ist in Ohnmacht gefallen wegen Trunks seinen Schlagangriff. Oh, der macht trotzdem so viel Schaden. Das ist halt, oh mein Gott, gestört. Okay. Jetzt muss ich auf. Ich will, dass er seinen Rising Rush an Trunks verhaut. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ideal. Deswegen bereite ich mal Trunks zum Sterben vor. Sag ich mal. Und den Legendary Finish mit Ding wollen wir auf jeden Fall noch hinbekommen. Aber guck mal, das hat nicht geklappt, da war ich zu langsam. Geil, der hat jetzt kein Ding mehr. Gut, 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 gut. Mach ein Sidestep. Nice. Sehr gut. Und? Nein! Ich Idiot! Ich hätte geduldig sein müssen. Aber ihr merkt schon, der bewahrt seinen Rising Rush für meinen Gohan auf. Oder für Trunks jetzt. Was ist los? Was macht er? Jetzt soll Cell seinen Dodge raushauen. Das hat er sehr gut gemacht gerade. Aber der wird mir sofort seinen Rising Rush raushauen. Der hat nur leider... Der hat jetzt keinen Dodge. Der hat keinen Dodge jetzt. Der hat keinen Dodge. Leute, macht sich bereit für den... Ey, brech nicht ab, brech nicht ab, brech nicht ab. Der hat keinen Dodge, der hat keinen Dodge, der hat keinen Dodge. Ja, und was geht, Freunde? Und so zum Legendary Finish auch noch gegen Cell am Ende. Und das ist halt das, wenn man den letzten Gegner hier besiegt, dann kommt ein Legendary Finish mit...
mit Gohan. War doch ganz schön auf jeden Fall, Freunde, dass ein Legendary Finish was gemeint hatte. Die zwei Kämpfe haben mir echt gefallen. Ich hoffe, euch auch. Na klar, am Anfang ein bisschen ein paar Fehler gemacht, aber... Mein Gott, mit neuen Charakteren ist das nicht schlimm. Da muss auf jeden Fall einleben. Ich hoffe aber, die Message zu Gohan kam an. Wenn ihr, wie gesagt, ein, zwei Sachen beachtet, macht er wirklich sehr viel Schaden. Ich weiß, ich bin noch nicht so weit oben in den Ranks, aber wir... knallen uns ja wieder hoch, Freunde. Ich wurde wieder auf Rank 1 gesetzt. Deswegen, wenn euch diese ganzen Videos gefallen, auch so Gameplay-Videos, Showcase-Videos, könnt ihr mich das Ganze gerne wissen lassen, auf jeden Fall in den Kommentaren. Oder den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.